Es ist ein wahrer Image-Super-GAU für das britische Königshaus. Prinz Andrew, der Sohn der Queen, muss sich hier in New York einem Sexprozess stellen. Das hat der Richter hier an einem Bundesgericht in Lower Manhattan gerade entschieden. Das Verfahren, angestrengt von einem ehemaligen Epstein-Opfer Virginia Giuffre, kann weitergehen. So der Knalleffekt. Giuffre hat Prinz Andrew verklagt. Es ist ein Zivilverfahren. Sie behauptet, dass er sie dreimal zum Sex gezwungen hätte im Jahr 2001, als sie noch minderjährig, also 17 Jahre alt war. Sie hat eben hier in New York dieses Verfahren angestrengt, und für Prinz Andrew ist das natürlich eine echte Blamage, wie auch für das ganze britische Königshaus. Jetzt beginnt in diesem peinlichen Sexprozess die Phase der Beweisaufnahme. Beide Seiten tragen ihre Argumente und Beweise zusammen. Vorgesehen ist auch eine Zeugeneinvernahme von Prinz Andrew selbst. Die kann entweder in Großbritannien durchgeführt werden, oder er kommt tatsächlich hier nach New York, was viele Experten bezweifeln aufgrund der möglichen Gefahr einer Verhaftung. Für dieses Verhör gibt es eine Deadline am Mitte Juli, also im Sommer. Geplant sind auch die Einvernahmen von 20 weiteren Zeugen, so jedenfalls der Staranwalt von Virginia Giuffre, möglicherweise sogar Meghan Markle, die Frau von Prinz Harry. Auch sie könnte in dieses Verfahren hineingezogen werden. Für die britische Krone ist es eine Katastrophe, dass ausgerechnet im großen Feierjahr zum 70. Thronjubiläum der Queen, das jetzt natürlich extrem überschattet ist. Alle Augen richten sich hier jetzt nach New York, und der Prozess, sollte es dazu kommen, könnte im Herbst beginnen.